Hey Leute, in diesem Minitipp geht es heute um die Fundorte der Kommunionruhen, die es einem erlauben, mehr als 20 Blutfiolen mitzuschleppen. Und das ist ja eigentlich immer ganz praktisch. So, dann geht's auch schon los im Kathedralenbezirk. Nachdem wir die bluthungrige Bestie besiegt haben, ist ja hier diese Tür offen. Und da geht's mit dem Aufzug nach oben. Und in dem Raum, in dem wir dann da ankommen, sieht man da hinten schon die Kiste stehen, in der sich die erste Rune befindet. Hier kümmern wir uns nochmal um den Opa und holen uns dann aus der Kiste hier das Objekt der Begierde. Diese Rune, die gibt uns eine zusätzliche Blutfiole. So, und dann geht's auch schon weiter in den zweiten Bezirk. Und zwar hier in den zweiten Stock des Unterrichtsgebäudes. Da laufen wir hier von der Laterne erstmal diese Balustrade entlang. Und dann hier ums Eck, lassen uns möglichst nicht von diesem Riesen da hinten aufhalten. Und dann sind wir jetzt hier durch die Tür durch über dem Schulungssaal. Auch hier geht es über die Balustrade wieder zurück. Und hinten sieht man schon eine Tür in einen kleinen Raum. Und in diesem Raum befindet sich dann eine Kiste, in der wir die Rune finden, mit der wir zusätzliche zwei Blutfiolen mittragen können. So. Anschließend geht's dann in Josefkas Klinik. Wenn wir uns da über den verbotenen Wald hier durchgekämpft haben, geht's übers Dach, hinten in die Klinik rein und da gehen wir nach links bis zum Ende von diesem Gang. Und hier ist auch wieder ein kleiner Raum zu einem Alien drin, um den müssen wir uns vorher kümmern, nicht dass der uns dann in den Rücken fällt. Und in der Kiste finden wir dann wieder eine Rune. So, die Rune, die uns plus 4 Blutfiolen beschert, die droppt hier der himmlische Gesandte im oberen Kathedralenbezirk, wenn wir den besiegt haben. Und dann gibt es noch eine Rune, mit der wir plus 5 oder 5 zusätzliche Blutfiolen mittragen können. Das ist etwas tricky, die ist nämlich im Tumeru Ihil Wurzelkelchverlies. Ich habe hier einen Fall Steps Dungeon aufgemacht, weil ich mich da nicht komplett durchkämpfen wollte und ich euch sonst nicht zeigen kann, wo man die Rune findet, weil die Wurzelkelchverliese ja immer zufallsgesteuert erzeugt werden, aber mit dieser Glyphe ist der Aufbau halt immer gleich. Ich habe jetzt hier alle Gegner schon mal erledigt. Wenn man hier einfach dem Weg folgt, kommt man hier in dem Raum zu einer Truhe, in der allerdings nur Ritualblut drin ist. Und wenn man dann hier hinten aus dem Raum wieder rausgeht und dann gleich nach links, kommen wir in eine große Halle wieder. Und hier ist die Truhe mit der Rune, die allerdings von diesem Riesen hier bewacht wird, der aber eigentlich für einen bisschen höheren gelevelten Charakter kein Problem darstellen sollte. Und in der Truhe da hinten befindet sich dann die Rune, die uns nochmal zusätzlich 5 Blutfiolen beschert. So, ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich für euch und ihr findet jetzt die Runen hier in dem riesigen Spielgebiet. Die Runen lassen sich ja stapeln, das heißt, ihr könnt am Schluss dann bis maximal 32 Blutfiolen mit euch rumschleppen. Viel Spaß beim Suchen und ciao, ciao!